Für die Bayern wird es wieder ernst. Die Gruppenphase war kein Problem. Mit dem FC Arsenal wartet nun die erste richtige Hürde im Champions League Achtelfinale. In der vergangenen Saison gab es ein klares 3:1 in London. Trotzdem ist man gewarnt. Wer in der Champions League in die Gruppenphase gut übersteht, wie das Arsenal gemacht hat, der ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Und wir sind alle gut beraten, nicht nach ihrer Devise zu verfahren, nämlich den Gegner sehr ernst zu nehmen. Wie schon vor einem Jahr gewinnen die Münchner Spiel um Spiel. Arsenal dagegen hat aufgerüstet und ist in dieser Saison sicher besser als im Vorjahr. Ich glaube, dass die jetzt dieses Jahr sehr sich verstärkt haben. Und ich glaube, sie haben ja in der Meisterschaft lange Zeit ganz oben gestanden. Jetzt sind sie, glaube ich, Zweiter oder Dritter, aber mit sehr engem Kontakt zur Spitze. Und wer in England ganz oben spielt, der muss gut sein. Das sieht Pep Guardiola genauso. Daher hat er sich für ein ungewöhnliches Programm entschieden. Kein Abschlusstraining im Stadion nach der Ankunft. So will er die Mannschaft vor dem kraftraubenden Londoner Verkehrschaos bewahren und damit auch die Nerven von Hoeneß schonen.